Wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Schlusspunkt von dem EM-Tag. So früh wie noch nicht mal 11:30, so früh wie noch gar nie bis jetzt. Ich weiss gar nicht, ob wir es so früh schon können. Vor allem mit dem Gast, den wir heute haben. Der kommt erst in Schwung nach Mitternacht. Normalerweise, es ist einer, der weiss, wie man Titel holt. Es ist der Frischbachnis, Swiss Music Award Gewinner, der Baschi. Kann ich für das mal einen Applaus haben? Publikum, macht einfach nicht mit, Publikum. Ja, wobei man muss sagen, bei dir, es ist auch lang gegangen, bis der Titel kommt. 20 Jahre habe ich gewartet. Also hast du einfach gewartet, hast du nichts dafür gemacht? Nein, du hast ja meine Karriere beobachtet. Nein, aber wir reden jetzt nicht über Musik. Nein, wir reden nicht über Musik. Ja. Österreich muss jetzt auch noch ein Zeit warten, bis es einen Titel gibt. Wir kommen aus dieser Aktualität raus, aus dem emotionalen Feuerwerk Österreich gegen Türkei. Ist so die Frisur gelegen von Marcel Sabitzer? Haben die Österreicher jetzt auch Frisuren gegeben? Aber was ist gelegen, dass die Österreicher nicht ihre Leistung können abrufen können, die ich einmal persönlich von ihnen erwartet habe? Das ist eine hure gute Frage, oder? Weil die Österreicher so dermaßen überzeugt haben in der Vorrunde von der Europameisterschaft. Aber sie sind heute auf Türken getroffen, die einfach auch Feuer. Parat. Parat sind. Und natürlich, ja. Ich meine, wenn du in den ersten 90 Sekunden oder was? 23 Sekunden? Was? Nein. Oder eine Minute 23? Kurz vor der ersten, also bevor die Minute fertig ist, ist es gefallen, ja. Und natürlich, so einem Spiel so 1-0 in den Rückstand gerutscht, ist es, glaube ich, schon unfassbar schwer. Und logisch, wenn du wie Türken so kannst, hinten reinstehen. Ja. Und was meinst Fokus, du denn? Der Fokus, weißt du, nach die Frisur, du hast ja gesagt, du hättest einmal so eine Frisur gehabt, oder? Ja, da bin ich, da muss ich wirklich sagen, da bin ich vor 18 Jahren bin ich mal einmal in Afrika in der Ferien gewesen. Wirklich, also würde ich so nicht mehr machen. Und dann wollte ich trotzdem mich irgendwie ein bisschen im Volk oder der Bevölkerung annähern. Und wir sind dann auch aus dem Resort raus, weil ich gefunden habe, ich kann nicht in einem 5-Sterne-Resort sein und das Land nicht spüren. Also heisst, ich bin raus und habe mir dann so eine Frisur machen lassen, so eine Zöpfle-Frisur, und ich weiss, wie lange das geht. Also anstatt, dass er irgendwie ein paar Eckbälle geübt hat, ist er dann mit 4 Stunden auf dem Coiffeurstuhl gehockt, dass irgendein eingeflogener Star Figaro aus Wien ihm eine Zöpfle-Frisur machen kann. Zum Glück haben wir die Probleme mit der Schweizer Nazi? Nicht mehr. Vielleicht war es bei mir auch so. Er ist aus dem Resort gegangen, ja. In, weiss nicht, wo sie daheim sind, ja. In Leipzig, wo immer. Und dann ist er auch auf so einem Coiffeur getroffen wie du damals. Vielleicht ist es so gelaufen. Aber meine ist besser gewesen, bei mir jetzt besser aus. Ich weiss nicht, ob es an dem gelegen ist. Ich glaube ja mehr, es ist wegen dem Namen. Da enttäuschen mich die Österreicher wirklich. Es Fußballer ist wirklich besser geworden, aber früher hatten sie einfach die besseren Namen gehabt. Heute heisst es Schmied. Ja, Schmied und Lienhardt. Selbst Sabitzer. Baumgartner. So. Das ist ganz normal. Also das braucht die von früher, die, wo so immer so die Dreiteiligen. Ja. So Fischengruberstadler oder so Sachen. Himmel, wie hat der geheißen? Himmelfreundpointner, so Sachen braucht es. Ohne das kann man einfach nicht funktionieren als Österreich. Aber bauen Sie jetzt die Statue, die vor dem Dom zu Wien haben einen Aufbau von Ralf Rangnick, bauen sie die jetzt gerade schon wieder ab? Ich bin nicht Bildhauer. Vielleicht kann man ja, wenn man noch nicht fertig ist damit, vielleicht kann man noch ein paar Sachen abändern und dann stellt es jemand anders da. Was haben die Österreicher sonst noch für Helden? Falco. Der ist auch schon ein bisschen länger her. Aber dem würde ich natürlich schon eine Statue bauen. Sonst haben sie nicht irgendeinen Skifahrer, haben sie auch nicht mehr, der gut ist. Willst du jetzt irgendeinen Skifahrer? Dein Skifahrwissen, das hat in den 90er Jahren aufgehört. Thomas Stangassing. Eben, genau. Das wäre jetzt das Ende von dieser Sendung, oder? Wenn wir jetzt mit dir über Skifahren reden. Nein, lassen wir das. Aber also, die gute, also die schlechte Nachricht. Das Geile ist, Österreich ist jetzt an dem Punkt, wo die Schweizer vor 4 oder 6 Jahren waren. Sie sind gescheitert in einem vermeintlichen einfachen Achtelfinale, wo wahrscheinlich das ganze Land gehofft hat, ja, jetzt kommen wir hier schön ins Viertelfinale. Und das haben wir Schweizer ja auch erfahren. Oder? Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Mhm. Und jetzt schauen wir mal ab gegen England. Aber die ganze Nation rechnet ja schon damit, dass wir gegen England... Ja. Ich habe das Gefühl, es geht vielen ausländischen Beobachtern mit den Österreichern, vielleicht jetzt so, wie es ihnen jahrelang oder jahrzehntelang fast gegangen ist, mit den Schweizern. Sie haben so gehört, die sind noch gut. Ja. Wir haben es mal irgendwo eine Halbzeit gesehen, wo die Schweizer, die können, glaube ich, etwas. Und dann haben sie ein Spiel geschaut und das war per Zufall gar nicht so gut gewesen. Und dann haben sie gedacht, ah nein, doch nicht. Ja.
Und so geht es jetzt wahrscheinlich den Österreicher dann bis zum nächsten Turnier? Wahrscheinlich schon, ja. Man denkt immer so, ja, alle sagen immer, also einfach so das Belgien-Syndrom, oder? Ja. Alle sagen ja. immer, die sägen so gut, aber wenn man zuschaut, dann können es gar nicht. Vielleicht ist es ein bisschen der Demo-Effekt, oder? Das kennt man ja. Wenn man etwas Gutes vorzeigen will, genau dann funktioniert es überhaupt nicht. Das passiert mir sehr viel. Es ist eigentlich, es wäre super. Nein, ich weiss, dass ich mega bin, aber das, sobald jemand zuschaut... Das gibt's ja, im Fußball gibt es das ja auch oft, oder? Dann sagen die oft Trainer, ja, Im Training, sauber Fußball, Champagner Fußball, aber dann ein Matchtag. Also darf man den Österreicher nicht unrecht tun, sie haben schon recht geilen Fußball gespielt. Auf jeden Fall. In der Qualifikation, jetzt auch in diesem Turnier. Ja. Viel Grossartiges gezeigt, sie haben grossartige Spieler wie der Sabitzer, wie auch der Baumgartner, ein riesen Kicker und noch ganz viele andere, die jetzt einfach... Sie ist halt ein bisschen früher fertig gewesen, als viele gemeint haben. Und der Halbfinale, den ich mir schon ein bisschen ausgemalt habe, wir reden noch über die Schweiz, natürlich, wir reden auch noch über den Viertelfinalgegner von der Schweiz, über England, aber man schaut dann auch ein bisschen weiter. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich noch ein geiler Halbfinale, Schweiz-Österreich. Das hätte, glaube ich, wirklich gar niemand erwartet. Das wird es jetzt nicht. Nein, dafür wird die Schweiz Türkei. Also, wünschtest du dir ein Halbfinale Schweiz-Türkei? Logisch, ich bin nicht ein asozialer Fan, aber ich bin ein Fan, der gern das Urchige hat. Und wir mögen uns ja sowieso alle erinnern, obwohl es sehr lang zurückliegt an das legendäre Spiel Schweiz-Türkei. Stefan Grichting kann sich sehr gut erinnern. Ich glaube, wenn der Stefan Grichting Türken sieht, Fußball spielen, hat er heute noch Phantomschmerz im Unterleib. Ja. Aber ja, willst du. Gut, das ist zwar schon recht lang her. Ist das schon 2005 war es gewesen, ja, das Spiel. Und dazwischen haben wir auch schon ein paar Spiele gegen Türkei. Ja, der EM, Heim-EM. Das ist alles harmlos gesehen. Absolut harmlos, absolut harmlos. Ja. Gegen Türken spielen ist sicher lässig, außer es ist in Istanbul. Und das ist ja, das wäre es ja nicht. Das wäre es nicht, ja. Gut. Aber es ist immer schön, das ist wahrscheinlich das, was die Österreicher jetzt eben auch gemacht haben, oder? So, weißt, wir sind so famos in der Gruppenphase und vielleicht muss man auch mal mit dem aufräumen, die Mannschaft, die einfach in der Gruppenphase Zauberfußball zelebriert. Das sind vielleicht gar nicht unbedingt die dann in diesen wichtigen Spielen auch wirklich verheben, sondern einfach die nicht wissen, wie sie ihre Köpfe dosieren. Meistens nicht. Und dann hast du Erwartungen übersteigert, dann willst du, jetzt nur noch Türkei und nachher sind wir ja schon im Halbfinale. Der Halbfinale ist auch wir sind eigentlich schon im Finale. Und dann brauchst du, glaube ich, wirklich ein paar Mal, wie du das gesagt hast, dass man halt ein paar Mal auf die Fresse geht mit dem. Also wie die Schweiz halt gegen Polen auf die Fresse geht ist, wie die Schweiz gegen Schweden damals auf die Fresse geht ist, auf die Ukraine. Eben, Ukraine war das erste Mal gewesen. Also bis wir schlussendlich mal weitergekommen sind, haben wir Portugal. Ja, aber dort sind wir jetzt nicht unbedingt Favorit gewesen, muss man sagen. Ja. Aber vorher hat es 3 Achtelfinale gegeben, wo wir Favorit waren, bis wir mal Frankreich dann rausgerührt haben. Und also 3-mal auf die Fresse gegeben und nachher das 4. Mal weißt du. Also Lehrgeld, das österreichische Lehrgeld. Vielleicht schon. Das Gute ist, der Baschi und ich wohnen auf dieser Seite von der Stadt, von da aus gesehen, wo man durch die Langstrasse heimgeht. Das machen wir heute nicht. Die Langstrasse wird wahrscheinlich explodieren. Was soll ich explodieren. Durch den Zürichsee schwimmen, oder was? Es gibt noch 2-3 andere Strassen. Okay, aber du zeigst mir's. Die türkischen Fans werden... sehr lang wach sie heute. Nein, aber das ist, finde ich, ein schönes Stichwort, wo die Türken gewonnen haben gegen Georgien. Einfach, ich bin selber auf der Straße gesehen, hatte die BMWs. Hast du bist du mit dem Töffli auf der Straße? Ja, manchmal auch mit dem Töff. BMWs und Mercedes gesehen, mit den offenen Fenstern, mit den grossen Türkenflagge und einfach wirklich pure Begeisterung und ein Stolz auch für die Nation, für ihr Heimatland. Und das spüre ich aber jetzt auch immer wie mehr von unseren Schweizer Fans. Das finde ich schon ein Phänomen, das irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie für mich so unvorstellbar war, dass die Schweiz so jetzt auch mit ihrer Nationalmannschaft und eigentlich fast zu positiv irgendwie. Aber gleich, ich glaube, eine Mannschaft wie die Schweiz braucht das und pusht die Mannschaft auch. Und ich glaube, das spüren sie auch unhuren. Sogar auch im Stadion. Ja, die machen Lärm tatsächlich. Ja, die machen wirklich Lärm, Mann. Das find ich also vielleicht nicht gerade so wie die Türken heute. Ja. Aber ich habe apropos Lärm, ich habe noch eins. Ich hoffe, das ist nicht so. Jetzt hat es ja da das Kebab-Essen gegeben bei der Schweizer Nationalmannschaft. Wo der Alleskönner Brille Embolo organisiert hat, wo sehr viele Sachen kann organisieren offensichtlich. Wenn es darum geht, aber etwas zu organisieren, dann fragst du Brel. Aber ist auch der Kebab-Verkäufer ist der im gleichen Hotel wie die Schweizer Spieler? Weil der wird sich heute wahrscheinlich auch noch
wird auch noch ein bisschen Gas geben heute. Ah, du meinst, sie werden nicht so gut schlafen? Sie spielen ja nicht gerade morgen, zum Glück. Trotzdem, du weißt, wie lange das die feiern. Und ich weiss, wo der Brill dann wird sein, wenn die feiern. Bin ich in der Badwanne. Oh Mann. Also, wenn man ihn sucht, weiss man ja meistens, wo man den Brill findet, in irgendeiner Badwanne. Reden wir über die Schweiz. Die Achtelfinale sind jetzt durch. Wir kommen heute das erste Mal nicht nach einem Schweiz-Spiel, wie wir gesagt haben, nach Abschluss von allen Achtelfinalen müssen wir mal so eine Fazitsendung machen. Jetzt ist es auch so ein bisschen her. Also die Schweiz nicht gerade unmittelbar am Spieltag so ein bisschen aus der Emotion beurteilen, sondern jetzt haben wir es ein bisschen sacken lassen. Auch das Italien-Spiel. Wir wissen, England kommt. Wie beurteilst du die Schweizer Nazi, wie sie auftritt an dieser Europameisterschaft? Also ich habe zwei, drei Fragen. Ist es ein Vorteil, dass die Schweizer im Topf A sind? Das heisst, dass sie immer eben den ersten Achtelfinal haben, jetzt das erste Viertelfinal. Nein, sie haben nicht das erste, sie sind im zweiten Viertelfinal. Im zweiten Viertelfinaltag erst. Ja. Sie spielen erst am Samstag und es fängt schon am Freitag an. Ah, mit Deutschland? Ja. Aber ich weiss nicht, ob es ein Vorteil ist oder nicht, wenn du den ersten hast. Also haben die Pause haben alle ungefähr gleich lang, also es ist schon ausgerechnet. Und das Zweite, ich mache immer jetzt, eben, wir fangen schon an von Träumen und an von Vergleichen mit Griechenland, wo sie dort Europameister wurden. Eben, ist irgendwie, kann es sein, dass man rückblickend jetzt, wenn alles wunderbar gelaufen ist, sagt, hey, eben, Muri, du hast erstes Spiel, Shaqiri mit dem Traumgoal, weißt du, irgendwie zum 1-1, Embolo dann irgendwie auch auferstanden, irgendwie nach einem halben Jahr verletzt, weißt du? Das rechne mir alles so ein im Kopf zusammen, oder? Irgendwie das einfach, dass ich das Gefühl habe jetzt, wenn ich die Schweiz betrachte, dass auch viel irgendwie neben dem Platz oder so einfach auch sehr für die Schweiz läuft. Irgendwie, wir haben keine Nebenschauplätze, eben Frisuren-Gate, Doppeladel-Gate etc. Also das Einzige, was ich gefunden habe, ganz am Anfang von der Euro, wo das Thema kam, ist, ja, der Platz, auf dem kann man nicht trainieren. Wo ich dachte, das ist noch okay, harmlos. Ja. Nein, ist ja harmlos, aber gleich. Die Medien haben sich schon wieder voll. Ja, wie sollen wir auf dem Platz trainieren und dann spielen? Und dann, wenn wir verlieren, dann ist eh klar, wieso. Aber das haben sie irgendwie auch sehr gut weggesteckt. Irgendwie so. Nein, ich glaube, die Schweizer Mannschaft ist erwachsen irgendwie. Sie treten auf. Einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das ich finde, das ist schon sehr. Also, was man kann sagen, es kommen viele Spieler aus einer guten Saison. Also, Akanji Meister geworden, Sommer Meister geworden, Xhaka Meister geworden, die ganze Bologna-Fraktion hat eine riesen Saison gespielt. Ist Dua auch Meister geworden? Dua, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal. Er ist, glaube ich, mal auf Meister. Das wäre in Bulgarien. Ludo Goretz, Razgrad. Dann der Murat Yakin mit dem Giorgio Contini. Das ist auch so eine neue Komponente, die reingekommen ist. Wie gross ist der Anteil Contini an dem Ganzen? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, aber ich nehme an, es hat schon etwas dazu beigetragen, wie so die Zutat, die vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, um das Ganze ein bisschen verfeinern und vielleicht nicht ganz so fest die Muri-Experimente vielleicht ein bisschen abfedern. Und der Contini ist ja nie in seiner aktiven Zeit, das war ein super Spieler, aber ja nie ein überragender Spieler gewesen. Eine Halbzeit, Länderspiel gegen Polen, Freundschaftsspiel. Sie haben 4-0 verloren, ich glaube zweimal den Böller gehabt. Aber es war besser als mir. Also, du meinst, es ist sogar noch gut, wenn ein Nein, Coach im Team ist, der nicht... Contini, es geht doch. Ich meine, wir haben alle mal Fußball gespielt früher und es gibt die ewigen Juniorentrainer, die ewigen Drittliga-Trainer, die aber trotzdem das so ernst nehmen, als wäre es eben, als geht es um ihre Existenz, um ihr Leben. Und es ist der FC Gelterkinder, Drittliga. Und der Contini, eben, das ist nicht ein Murat Yakin, der in Anführungszeichen eine Weltkarriere hatte oder auch zu Weltvereinen kann trainieren. Nein, er ist sich seiner Rolle bewusst, aber lebt die wahrscheinlich so mit all seinen Emotionen aus, dass er wahrscheinlich die Spieler irgendwie auf eine Art kann triggern und berühren, dass die auch für ihn säckeln und alles geben. Und wegen dem, ich glaube schon, dass der Contini auch seinen Anteil hat an dem. Man muss allerdings sagen, der Giorgio Contini hat nicht nur Mannschaften auf Niveau FC Gelterkinder trainiert, sondern... Nein, ja, das ist jetzt gemein. Ziemlich jede ja. Superleague-Mannschaft, was überhaupt stimmt. Gibt. Stimmt, geht's ja auch. Hast du nicht mal eine riesige Kiste geschossen für Gelterkinder? Ja, sicher. Ja, im Derby, oder? Nicht nur eine. Wieso? Wo ist das gegen? Diegte heisst das. Was ich aber schon feststelle... Das weiss man heute. Das weiss man heute. Wenn ich auf Gelti komme, am Dorfplatz, rufen sie mal, hey Baschi, 18 Meter, ja.
Aber wenn man, jetzt mit, wenn man es mit den Österreichern vergleicht, und ich, wir haben das kurz diskutiert, du bist nicht ganz sicher, ob du gleicher Meinung bist wie ich, was den Österreichern fehlt, ist ja schon mal etwa die mal in letzter Zeit in einem Achtelfinal gestanden zu sein und auch gescheitert zu sein. Das hat ja die Schweiz. Die Schweiz hat ja doch ein paar Achtelfinal auch schon, ein Viertelfinal. Eine Geschichte des Scheiterns. Ja. Aber auch eine Erfolgsgeschichte mit dem Spiel gegen Frankreich. Ja, ja. Das, sie haben, wie glaub, gelernt auch, was man alles muss vermeiden muss, damit man stolpern kann. Du hast die paar Frisuren-Gates angesprochen. Dass sie einfach wie so ein bisschen reifer sind in dem, plus eine gute Stimmung haben. Also Contini, Jakin, ich habe nur das Bild bei einem Testspiel vor der Euro, wo sie miteinander gescherzt haben auf der Bank, während dem Spiel gelacht haben und ein bisschen Zeit. Es ist einfach irgendwie, die verstehen sich, es ist eine gute Stimmung und das ist ja grundsätzlich nie schlecht. Man hat eh das Gefühl, auch die Beziehung zum Granit Xhaka und dem Murat Jakin, das ist krass, die ist auch nicht schlechter geworden durch den Giorgio Contini. Also irgendwie da funktioniert vieles auf jeden Fall. Also ich weiss, das mit der Erfahrung, das hat vielleicht schon einen gewissen Punkt, das kann schon sein, aber es ist natürlich schon so, auch die Österreicher spielen irgendwie auf Top-Level und haben schon Champions League, K.O.-Rundenspiel, Gap-Final und alles. Also sie kennen eigentlich so wichtige Spiele, wissen sie, wie sie sich dort verheben oder wie sie sich verhalten müssen. Also nur das kann es nicht sein, aber vielleicht alles, das ganze Umfeld. Und Nationalmannschaft, ich weiss aber nicht, ist es dann wirklich viel grösser? Also weißt, die spielen ja manche Leute, die bei Arsenal oder bei Man United oder bei Bayern oder so spielen, die kennen ja die Aufmerksamkeit auch. Gut, bei der Nationalmannschaft kommst du dann wirklich vom ganzen Land über, aber... Und es ist ein Turnier. Ja, es ist also ein Turnier. Turniermodus, den hast du dann Manchester City. Also ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, auch die Mischung von unserer Nazi. Ich meine, wir haben mit dem Vargas und Doi... Der Ebischer, der einfach auf da reinkommt und Freuler, eben, der Rieder. Sorry. Out of nowhere. Nein. Auf einer Ersatzbank in Rennes und nachher spielt er wieder Weltmeister. Nein, muss man einfach sagen. Ich meine, ein Doi, eben sagt man noch, die letzten 10%, wenn der noch kriegst, dann wird das ein 100-Millionen-Spieler vielleicht, irgendwie. Also das Potenzial hat er in den Füßen und der Vargas auch. Und ich meine, die Mischung stimmt jetzt einfach. Und der Vargas und der Ndoye vor 3-4 Jahren sind vielleicht einfach auch noch einfach zu jung gewesen. Aber jetzt haben sie das Alte, wo man muss sagen, ja, auch die wissen, wie in so ein Turnier reinzugehen, ohne durchzudrehen. Und ja, ich glaube einfach, das hätte, ich glaube, Österreich jetzt in dem Sinn irgendwie nicht. Also da ist die Schweiz ganz klar besser aufgestellt von der Durchmischung von der Mannschaft, finde ich schon. Also wegen dem erstaunt es mich nicht, dass die Schweizer hoffentlich weiterkommen als die Österreicher. Ja. Darf man schon, und das passiert ja jetzt, es ist nicht mehr das Gefühl von, hey, der Achtelfinale reicht, eigentlich mega geil, was jetzt kommt, ist Zugabe und jetzt auch noch der Achtelfinal gewonnen, haben wir auch schon erlebt, aber jetzt ist im Fall, jetzt können wir wirklich ausscheiden und es wäre auch normal. Und das Gefühl ist aber nicht mehr. Nein. Also ich nehme das nicht mehr wahr, sondern man hat bei dem Italien-Spiel schon gefunden, die können wir schlagen. Und dann hat das Spiel angefangen und nach 10 Minuten haben wir gewusst, ah ja, keine Gefahr, locker. Und jetzt auch vor dem England-Spiel denkt man, natürlich kann man das verlieren, natürlich kann England plötzlich ein anderes Gesicht zeigen als bis jetzt, aber eigentlich muss man davon ausgehen, das ist ja mal, das müssen wir eigentlich gewinnen und dann wäre dann der Halbfinale das nächste. Ja, also das ist ganz neue Halbfinale. Es kann durchaus passieren, dass viele Leute, ich inklusive, dann, wenn es jetzt schlecht läuft und wir scheiden aus gegen England, dass man dort hockt und sich eigentlich gleich ärgert wie damals, wo man gegen Polen oder so ausgeschieden ist. Das sind etwas die. Wir sind so wie gekommen, wir scheiden gegen England aus. Wie schlimm ist denn das? Und es täuscht natürlich so ein bisschen, weil sie vorher gespielt haben wie Millwall oder so. Und es sind halt gleich immer noch riesen Spieler. Aber es könnte schon passieren. Ich wäre jetzt sehr enttäuscht, wenn wir gegen die nicht gut würden aussehen. Ich würde jetzt nicht gerade einen Sieg voraussetzen. Schwieriger für uns oder das Verständnis von uns Schweizer Fans ist, wir kennen ja die Situation gar nicht. Wir sind ja noch nie in einem Halbfinale. Oder? Nein. Wir sind noch nie im Halbfinale. Ja, also Olympische Spiele. Wir können 24. uns, glaube ich, alle nicht so erinnern, ja. Aber weißt du, was ich meine? Wie war es denn für die Griechen, wo die auf einmal die Europameisterschaft? Die haben ja auch niemals auf dem Zettel gehabt. Also von dem, wir wissen ja gar nicht, emotional mit dem Gefühl umzugehen. Also für mich einmal, ich finde auch, so wie die Schweiz spielt, so wie England spielt, wird es jetzt nicht ein Durchlauf für die Schweiz, aber eigentlich ein Sieg am Schluss, weil die Schweiz so dermassen gut steht, super spielt, auch. Und das war ja auch immer das Problem von der Schweiz, keine Chancen kreieren. Ich finde, wir kreieren Chancen, wir sind gefährlich vor dem Goal, wir haben zwei Außenläufer, die wirklich international fett mitheben können. Also von dem her eigentlich, aber trotzdem,
die Überheblichkeit oder irgendwie so, das Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, die hauen wir jetzt einfach weg, das wäre völlig überrissen, finde ich auch. Also es ist immer noch der Game. Man darf zumindest immer daran glauben, dass man die weghaut. Das ist nicht so, also weil WM94 wissen sie noch. Jetzt haben wir Gruppenphase überstanden und dann ist man gegen Spanien gekommen, hat eigentlich schon gewusst, man wird verlieren gegen die, weil man ist einfach viel schlechter. Das passiert nicht. Jetzt ist natürlich so, man hat das Spiel gesehen, man findet, okay, wir spielen so gut wie noch nie und England hat jetzt nicht wahnsinnig überzeugend, darum ist es durchaus legitim zu sagen, können wir machen. Sehen. Bellingham, Kane, innerhalb von 5 Minuten 2 Kisten aus dem Nichts raus, Fallrückzieher. Aber die Jungs haben wir auch und Shaqiri mögen wir uns alle noch erinnern. Was der ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Wann? Der hat früher gespielt für uns. Der hat schon lange nicht mehr mitmachen. Wir haben auch so Spieler, so Schlüsselspieler, die... Ja, ich zitiere gerne den Alan Shearer, der sagt, England ist in diesem Spiel massive Underdog. Massive. Massive. Massive Underdog. Das gehört man natürlich in der Schweiz sehr gerne. Natürlich die englische Presse und auch all die ehemaligen Nationalspieler gehen unglaublich hart ins Gericht mit dieser Mannschaft. Auch zu Recht, kann man natürlich sagen, weil sie sagen wirklich Fußball, der einem fast ein bisschen hässig macht, wenn man sieht, was für ein Potenzial auf dem Fußballplatz steht. Was ist los mit England? Haben die eine Erklärung? Ist es der Southgate? Ist es der immense Druck von der Boulevardmedien und von der ganzen Öffentlichkeit in England? Was ist los mit England? Also es ist ja immer Drama, wenn England spielt, oder? Eigentlich seit es England gibt, ja. Also, das ist so. Aber das ja das, immer verrissen irgendwie. Aber das müsst ihr ja schon kennen. Also die sind jetzt schon ein paar Turniere gewesen und du weißt eigentlich, wenn du sogar noch in England spielst, dann weißt du ja, wie die Medien mit dir umgehen. Also das kann es nicht sein. Southgate, was man ihm sicher kann, vorhalten, ist, dass 1-0 im Führung gehen und dann nur noch zumachen. Das ist wie auch, das siehst du den Spieler auch an. Also so hast du schiesst das Goal und dann ist gerade klar gegen hinten orientieren. Sie tun auch die Spieler ein bisschen in ihren Aktionen sind sie recht bremst. Also ich habe das Gefühl, die im Club mega schnell gegen Führer spielen, umschalten, kreieren, die sind in der Nazi wie so, oh nein, da darf man ja das ja nicht. Das ist etwas völlig anderes. Aber ob das wirklich nur einfach eine Trainervorgabe ist oder ob es vielleicht, aber da lehne ich mich wahrscheinlich zu weit raus, dass die englische Ausbildung, also es gibt ja wie so eine nationale Ausbildung, da geht man in eine gewisse Richtung. Das ist bei der Schweiz auch so. Dann wird geschaut, dass alle Nachwuchsnationalmannschaften gleich spielen, auf die Sachen, die man schaut, was für einen Fußball will man spielen, was ist uns wichtig. Und die sind sehr gut taktisch ausgebildet, die Schweizer Jungen. Und ich weiss nicht, ob das bei den Engländern auch so ist oder ob sie mehr so auf die individuellen Stärken schauen. Und nachher haben sie riesen Spieler, also individuelle riesen Spieler. Und die funktionieren auch in ihren Clubs wie Man City und so. Aber dort hat es halt auch noch ein Rodri und De Bruyne und alle die Spieler, die dann vielleicht schauen, dass das Korsett überkommt. Und in der Nazi tust du einfach die paar Engländer noch mit zusammen. Und das ist nicht immer eine gute Idee. Aber was hast du für eine Erklärung, wenn man ihnen zuschaut? Ich weiß, das vielleicht ist da, ich weiß es nicht. Sie spielen, das hätten tonnenschwere Rucksäcke an oder Blei in den Schuhen. Da ist auch keine Bewegung. Da werden nicht dreimal gelaufen. Das ist sehr lethargisch, als hätten sie eine viel zu lange Saison in den Beinen. Das haben die anderen auch. Das haben die alle, darum sage ich. Man ist so ratlos, wenn man diesen Hochbegabten zuschaut, wie sie Kraut und Rüebli Fußball spielen. Baschi. Und gleich spielen sie jetzt im Viertelfinale und hauen vielleicht die Schweizer 3-0 raus. Weißt du, was ich meine? Das sind sie ja Kopf da mir. Ich sage, ich fluche ein bisschen viel. Und jetzt sind sie ja schon vor 12. Aber sie sind ja auch im Finale gesehen, wo sie verloren haben. Ja. Letzte EM. Ja. Und sie ist, Dort haben sie besser gespielt. Aber wenn du jetzt die paar letzten Titelgewinner anschaust, Frankreich. Wo die einmal WM und so gewonnen haben. Ich meine, grauhafte Gruppenphase, K.O.-Rundenspiele, wo sie irgendwie 1-0 durchwurschtet und alle finden, hey, ihr habt doch so gute Spieler. Portugal. Und am Schluss heben sie den Pokal auf. Portugal wurstelt sich irgendwie ärgerlich durch eine Gruppenphase und wird nachher Europameister. Ja, wir wünschen uns nicht, also es nützt dir also nichts, wenn du an einer Champagner-Fußball spielst vorher. Und Schweizer, sorry, die spielen momentan, ehrlich gesagt, einen Champagner-Fußball. Also ich meine, die letzten 3 Matches nicht eingeschlafen, aber... Von den Engländern? Nein, auch von den anderen. Auch Holland, Frankreich. Da waren die Schweizer wirklich fast schon belebend. Und so, hey, du spürst, die wollen etwas machen, die kreieren Chancen so irgendwie. Also. Aber ich weiss, meinst du, es ist so, dass ein neutraler Zuschauer, der irgendwie aus Lettland oder so kommt, das meinst, auch so gesehen, meinst, der hat auch den Schweizer zugeschlagen, gefunden, lecker. Also wirklich, keine Mannschaft an der EM spielt besser als die Schweiz.
Ich also glaub, die Medien berichten einmal davon, dass die Meinung beim, von... Beim Italien-Spiel, ja. Ja. Im Schottland-Spiel wäre es in Lettland nicht auf der Straße ganz da. Nach dem Deutschland-Spiel hat man schon auch noch erkannt, dass es Ungarn war auch gut. Ja, ja. Was ist, können wir noch über den Jude Bellingham reden? Ein riesen Fußballer, wirklich ein Monster-Fußballer. Sein Auftreten auf dem Platz, mich erinnert an Beckenbauer, an wen erinnert ich er? Ich habe gesagt Zidane. Aber auch ein bisschen wegen Real, weil er ja bei Real spielt, das Fünfe hat und ein, zwei Sachen bei Real gemacht hat, irgendwie, wo ich finde, er hat so eine Eleganz am Ball, aber auch so eine, er ist ja recht gross, oder? Mhm. Gross, lange Beine und irgendwie... Ja, so eine eigentlich Idealstatur. Schon, hä? Ja. Aber es sieht bei ihm immer so, man hat immer das Gefühl, er verliert gerade den Ball, aber er kann ihn immer irgendwie, er kann ihn immer behalten. Und eben, dann gibt es mal einen Übersteiger, dann gibt es mal eine Pirouette und dann gibt es halt auch einfach ein riesiges Stellungsspiel und dann macht er auch einfach auch noch viel Goal. Jetzt bei Real, oder? Und er hat 2-3 Real-Kisten geschossen, unglaublich. Aber von dem sehe ich jetzt an der Euro... Also die beiden Goal, die er an der EM geschossen hat, jetzt sind beide auch relativ... Aber wir sind uns einig, Fußballer ist ein Riesenspieler. Ja. Ja, und gleichzeitig, wenn man ihm zuschaut auf dem Platz, denkt man, was... Also, man muss das Wort Arroganz ins Maul nehmen. Von der Ausstrahlung her, er führt sich auf als 21-jähriger junger Mann, als wäre er der alte Patron von dieser Mannschaft, was ja geil ist. Es ist ja geil, wenn du so jung schon so eine Ausstrahlung hast und so eine Aura um dich hast. Aber er verwirft Hände. Also richtig, richtig ein unsympathischer junger Mann im Moment in der Wirkung gegen aussen. Wir kennen den alle nicht. Was siehst du, wenn du an Bellingham zuschaust? Ich frage mich, also es wirkt wirklich nicht sympathisch, das zweifelsohne. Ich frage mich aber, gibt es Leute, die in etwas absolute Weltspitze sind in diesem jungen Alter und das schon 3 Jahre lang und sie sind nicht so. Also kann man anders werden. Wenn du der Beste bist von der Welt in etwas und alle sagen dir das 100 Mal und du lebst in einem goldenen Käfig und du bist der Superstar und du wirst angehimmelt und alle erwarten alles von dir und machen aber auch alles für dich, kannst du dann irgendwie sympathisch bleiben? Der Baschi? Mit 12 ist schon gross rausgekommen mit Musicstar und einfach immer der sympathische. Nein, beim FC Gelderkinder, ja, kurz auch. Vor dem FC Basel-Transfer gestanden, gegen Diegte aus 18 Metern ins Latte. Dort hatte ich auch alle Grund gehabt, so über den Platz zu laufen. Aber nein. Aber geht es nicht einfach auch für ihn? Oder ist es nicht einfach auch der Fußball? Es ist nicht einfach der Sport, 11 gegen 11 und er ist einfach halt der Beste in seiner Mannschaft. Und ich meine, da würdest du auch durchfallen, wenn du merkst, der Gallagher, den ich nicht verstand, weißt du, was ich meine, wie der überhaupt eine Minute kann auf diesem Platz stehen, aber anscheinend gibt es ja keine anderen Defensivspieler bei England. Das ist nur ein Beispiel, der spielt ja auch nicht von Anfang an. Aber das würde ich, glaube ich, auch durchfallen irgendwie. Und das spielt dann wie keine Rolle, wie alt du bist, habe ich das Gefühl. Ich glaube es mehr auch ein bisschen, dass er von Real Madrid kommt. Und meinst du wirklich dann so? Kommt er zu diesem englischen Team und weiss, alles super Spieler um mich herum, aber wir dürfen nicht. Es schießt mich an. Der Southgate hat gesagt, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht geilen Fußball spielen. Wir dürfen nicht Spass haben. Ja. Sondern wir müssen einfach lahmen, hinten rein stehen, Fußball zelebrieren. Und er ist darum hässig. Es wirkt nicht so sympathisch. Halt. Nein, aber ja, es ist natürlich, wenn es nicht läuft, wirken die Leute noch schneller unsympathisch, weil halt dann schneller mal kommt, und das ist nicht okay und das ist nicht okay. Und zudem ist natürlich er, der so ein Schlüsselspieler ist bei England, wird natürlich bei all diesen Mannschaften, die ein bisschen kleiner sind, die gegen England antreten, wird er wahrscheinlich in 90 Minuten grauenhaft provoziert. Also wirklich, darum auch der wahrscheinlich. Und glaube ich auch, das Land vom Fußball, die unglaublichen Fans, die England hat, dort als eben Beckenbauer im Mittelfeld von dieser Nation zu spielen, eben den ganzen Druck auf einem zu haben, dass dann halt nach einem Fallrückzieher-Goal in der keine Ahnung welchen Minute halt so anstehst. Ich glaube, das ist so ein natürlicher Reflex. Du willst doch einfach nur mal zeigen, und was wende von mir? Ja. Da. Ja, komm, ich wäre wahrscheinlich auch so, ganz ehrlich. Ja, es gibt noch viel. Es gibt wahrscheinlich noch viel. Ist und das jetzt einfach nur zu sagen, er ist arrogant mit 21. Nein, mir ist der Rie bei Dortmund, habe ich gefunden, das ist einfach ein Bub mit dem Musiala zusammen, etc. Auch bei Real ist mir da jetzt nie sehr arrogant reingekommen. Jetzt hatten wir 2-3 Situationen gehabt, aber unter einem Druck, den wir uns gar nicht vorstellen können, wie das absolut ist. Und dann hat er bei ein paar Interviews noch ein bisschen so Antworten gegeben. Aber weißt du, das ist ja geil. Dann sagen ja dann die Leute, arroganter Hagel.
Aber gleichzeitig hat man ja eigentlich noch gerne die, die so ein bisschen polarisieren, die so gerne etwas auslösen. Als dass er jetzt, wenn er anstatt macht im Fallrückzieher in den 96 Minuten und sagt dann, ja, die Mannschaft hat sehr geholfen, sehr wichtig, gratuliere an Gegner, wichtig, wir analysieren, fertig. Dann ist das eigentlich mir macht viel mehr Angst die Interviews nachher. Hey, wir sind jetzt aufgemacht, wir müssen jetzt, was im Viertelfinale auf uns wartet, wir werden jetzt alles geben. Also eben, die Schweizer, wir müssen uns warm. Also, aber das haben sie einfach nach der Gruppenphase gesagt. Dann haben sie einen Krüppelmatch gegen ja, eben, okay ja. Zeigt. Ja. Ich wünsche einfach, wie geht es mit Jude Bellingham auch so? Ich habe grössten Respekt und ich bin immer noch Fan von ihm. Es macht mich einfach ein bisschen traurig, wenn ich ihn dann so sehe agieren. Und man wünscht sich so ein bisschen eine Kylian Mbappé-Entwicklung. Mbappéisierung. Eine Mbappéisierung von Bellingham. Ja. Weil mit Mbappé ist mir lange auch so gegangen. So einen hochtalentierten, brillanten, sehr selbstverliebten Rotzkow. Und jetzt? So ist er mir. Er hat an Statur gewonnen. Er ist seit er auch Captain ist von dieser Mannschaft. Er ist so fast schon staatsmännisch. Er äußert sich noch politisch. Das stimmt. Er kann wie viele Sprachen fließend? So ein Übermensch. Viel zu viel. Es ist völlig gemeint. Ich war ja schockiert gewesen, vor allem auf deren Entwicklung. Weil früher habe ich immer so gedacht, die so gut können Fußball spielen, oder alle die etwas mega gut können, auf die muss ich gar nicht wie neidisch sein oder so, weil die können zwar das gut, aber sonst können sie eigentlich nichts. Und darum ist immer so, der Fußballer dumm, haha, lässig, der kann zwar sehr gut shooten, aber der kann sonst nichts. Und dann kommt Mbappé. Interview, fließend Englisch. Nächstes Interview, fließend Spanisch. Nachher hockt er noch an, gibt irgendwelche politische Botschaften an. Könnt ihr wählen, oder? Ja, und alles. Ja. Und nachher ist so, was? Das gilt ja nicht. Man kann nicht einfach ein Übermensch werden. Das ist ungerecht gegenüber dem Rest der Welt, wo nur etwas kann und das weitem nicht so gut wie er. Ich finde es extrem krass. Aber auch er hat so staatsmännisch, wie man jetzt sagt, auch er hat sich verleiten lassen gegen Lewandowski. Ja. Und er hat an die Nase bekommen, hat er ihm was gesagt. Ja, müssen wir jetzt hier nicht betonen. Schönes, aber ja. Aber gut, du hast auch schon so wüst geredet, und zwar in dieser Sendung. Und nicht ganz. Also ich würde sagen, gerne aber das habe ich von meinem Grossvater, muss ich ganz klar sagen, wo ich früher mit vier. Und jetzt noch auf andere abschieben? Ja. Auf die eigenen Verwandten abschieben, die fehlen? Bei uns sind Gelterkinder, wo wir früher in der Familie zusammen. Mein Grossvater ist wirklich... Alte Schule? Ja. Wirklich alte Schule, da sind Fluchwörter nur so rumgeflogen. Und das ist das. Du weißt eben nicht, wie Mbappé sein Grossvater ist. Wahrscheinlich war es genau so einer. Der Grossmbappé. Come on, wirklich. wenn wir es schon von den prägenden Figuren, von den grossen Stars von dieser EM haben, ich habe gesagt, nach dem letzten Achtelfinale mal so ein bisschen eine erste Bilanz auch von diesem Turnier. Wir haben gestern auch noch Portugiesen gesehen spielen. Da gibt es ein Weltstar, ein 17-facher Fußballer des Jahres, der Cristiano Ronaldo. Der hat auch einen sehr speziellen Abend gehabt, gestern Abend mit seinen Portugiesen, auch sehr persönlich. Auch dort einer, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, das auch will. Wie hast du am CR7 seinen Auftritt gesehen gestern? Jeder Freistoß schiesst er, auch der Penalty schiesst, oder besser gesagt verschiesst er. Noch während dem Spiel brüllend auf dem Platz, dass ihn alle ihm trösten. Seifenoper, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Unglaublich, dass er die Maske so lokieren irgendwie und dann wirklich während dem Spiel so. Ey, das geht ja noch weiter, du hast ja noch die Möglichkeit, den Goal zu schießen, aber eben, das ist so ein krasser Druck, auch für so einen erfahrenen Typ. Der zerbricht an seinem eigenen Druck, an seinem eigenen Ehrgeiz. Und das zu sehen, hat ihn irgendjemand für mich menschlich gemacht, dass er dann der Erste ist, der im Penaltyschiessen den Ball nochmal setzt und ihn eigentlich ohne Diskussion reinhaut, spricht auch nochmal für ihn. Und über ihm seine fußballerische History müssen wir gar nicht reden. Aber die History zählt eben nichts. In so einem Moment. Einfach nichts. Ich verstehe das alles und ich finde es sehr stark, dass er nachher nochmal geschossen hat, der erste Penalty. Aber dass er überhaupt in die Lage kommt, dass er sich jetzt da nochmal beweisen muss und den blöden Rekord nachjagen und alles, das ist halt auch Schuld von den Leuten, die ihn aufstellen. Sprich vom Trainer. Also, er stellt sich doch selber wahrscheinlich auf, oder nicht? Es kann doch nicht sein, dass du den eigentlich aufstellst aus freiem Willen. Also, dass der Trainer findet, doch,
Es ist eine gute Idee, den vorne rein zu haben. Obwohl er nichts anderes macht, als in der blöden Strafraum hineinstehen, zweiter Posten und jeder Portugiesisch muss, sobald er am Flügel ist, auf ihn flanken. Es ist so ausrechenbar wie irgendwie die Erstklass-Rechenbücher. So schwierig ist es. Es macht's, und sonst wäre Portugiesen viel schwieriger zu berechnen. Schon Felix in, ja, viel vielseitiger. Ja. Sie haben Stürmer, ja, sie können es 1-1 ersetzen und es wäre ein wahnsinnig viel gefährlicheres Team. Und das machen sie irgendwie nicht. Eine riesen Mannschaft. Aber von wo kommt dann der Druck, um die aufzustellen? Du musst auch durch das Heilige nicht demontieren. Also der Martinez würde, glaube ich, die Hütte um den Kopf fliegen, wenn er nicht spielen würde. Ich weiß es auch nicht. Das würde ich noch lieber machen, weil ich ja Erfolg haben mit dieser Mannschaft. Dann würde ich riskieren noch lieber, dass ich von mir aus nach dem Turnier entlassen werde. Aber find, du hockst jetzt auf die Bankkriegel und wir spielen jetzt mit deinem Kollegen. Nein, so. Ich glaube wirklich, er ist grösser als der Trainer, als die Nationalmannschaft. Und er sagt, ich spiele. Ich meinst du? Hundertprozentig. Weil ich will mein Land zum Titel. Das kommt sogar vom Präsidenten von Portugal. Ja. Er läutet dem Trainer an. Nein, also ja, das kann schon sein. Das ist wie früher in den 70er oder keine Ahnung was, wo das wirklich so gemauschelt worden Roger ist. Roger Milla. Beim Roger Milla hat ja der kamerunische Staatspräsident. Glaubst du das nicht auch? Der spielt noch. Also jeder normale Trainer. Der portugiesische Präsident am Martinez anläutet und sagt, wenn, den musst du spielen lassen. Es ist ein Befehl, ein Regierungsbefehl von oben. Oder das glaube ich eher weniger. In einer Klausel im Vertrag vielleicht? Du darfst Trainer werden von dieser Mannschaft, aber solange der Cristiano Ronaldo kann laufen, ja, steht er auf dem Platz. Solange er will, wird er spielen. Ich bin jetzt auch so hin und her gerissen. Also ich habe wirklich, ich gebe es offen zu, es ist kein schöner Zug. Ich habe richtig Freude gehabt, als er einen Penalty verschossen hat, weil er hat mich schon so aufgeregt, das ganze Spiel. Und nachher, wenn er so zusammenbricht auf dem Platz und muss getröstet werden, wollte ich ihn am liebsten wieder in den Arm nehmen, weil ich gesehen habe, er ist ja kein böser Mensch. Nein, ich habe noch nie so einen ehrgeizigen Menschen auf einem Fußballplatz gesehen wie der CR7. Der ist ja zerfressen von seinem eigenen Ehrgeiz. Und er will ja für Portugal alles tun, für sich auch. Und natürlich, für seinen Rekord. Und für seinen Rekord. Absolut. Darum bin ich auch hin und her gerissen. Und dein Rekord ist im Fall nicht mal so wichtig. Du, Cristiano, bist nicht mal so wichtig, wie du meinst. Sein Problem ist, glaube ich, einfach, dass er meint, er sei wirklich so wichtig. Ja. Aber ich kann mir das vorstellen, auch er wird irgendwann die Statistiker, die sie jetzt überall ausgraben haben. 60 Freistöße an anderen Runden, eine ist innen und 13 sind aufs Goal. Das kommt ja auch irgendwann bis zu ihm. Und das ist dann, aber dann relativiert es wieder. So aber bei Real Madrid habe ich so viel innen gemacht. Und dann sagen wir, Kriegel, das ist 10 Jahre her, lass sein, du spielst jetzt irgendwo in der Wüste. Aber was ein klares Ding war, ist, zum sehen, wo er brüllt hat, ist ein 18-jähriger Spieler, hat ihn so gepackt, hat so auf ihn eingeredet. Ein alter Spieler oder ein gleich alter Spieler auch auf ihn. Das heisst, er ist nicht ein Fremdkörper, null, wo niemand sagt, oh, der brüllt, ich gehe jetzt weg oder so. Nein, der ist voll integriert in die Mannschaft. Man hat ihn gerne in der Mannschaft. Und die Spieler wollen wahrscheinlich auch, dass der spielt. Ja, ja, nicht alle, glaube ich. Ja, aber so jetzt haben wir ausgesehen. Hey, komm jetzt, es ist noch nicht vorbei, gang noch mal eine rein, du machst noch ein Goal. So jetzt haben wir ausgesehen. Ich hätte noch die beste Geschichtsschreibung, die es noch geben könnte, im Spiel gegen Frankreich, wäre eigentlich Cristiano Ronaldo spielt von Anfang an, der schiesst tatsächlich das Goal und wird zum ältesten EM-Torschütze für alle Zeiten. Und nachher erhöht der Pepe auf 2-0. Eine Minute später, Rekord gerade wieder los. Das, was passiert denn? Dann verlieren sie wahrscheinlich 3-2. Direkt vom Rollator. Können wir noch schnell abschliessen? Wir sind schon fast am Ende von unserer Zeit. Abschliessend ein kurzes Fazit zu dem Turnier bis jetzt. Wir haben ja recht geschumpft, dass das aufblasen wird auf 24 Mannschaften und es sind zu viele. Und dann kommen so Mannschaften auch noch die EM wie Georgien, wie Albanien, wie Slowakei und Slowenien. Und wir müssen doch jetzt sagen, geil sind die alle dabei gewesen, weil das sind ja fast die geilsten Matches mit diesen Mannschaften. Absolut. So kleine, die sich hinten reinstellen und sich abschlachten lassen, das sind es definitiv nicht. Das sind, also, wir müssen es noch weiter aufstocken eigentlich. Nein, ich glaube, es ist jetzt genau richtig, oder? So von den Mannschaften irgendwie. Oder willst du jetzt noch aufstocken? Nicht, weil ich finde, wir müssen noch mehr Mannschaften sehen. Also ich finde es einerseits sehr geil, dass die jetzt dabei sind, so die sonst vielleicht auf einem 16er Turnier nicht dabei sind, dass die kommen und auch wirklich mitshooten. Die stehen nicht hinein und verbarrikadieren sich. Darum sind das Spiel sehr schön gewesen. Es hat viele gute Spiele gegeben. Aber
der Modus regt mich so grauenhaft auf, dass du so fest kannst taktieren. Du hast so Schweiz, gutes Beispiel, oder? Du hast einen Auftakt gegen Ungarn, ja, dann spielst du gegen Schottland. Scheißegal, wie das Spiel ausgeht, ehrlich gesagt. 1-1 für beide völlig okay. Dann gibt es noch das 1-1. Ja. Ja. Also das heisst, du müsstest auf 32 Mannschaften aufstocken? Du müsstest, wenn du das willst, verhindern. Und jetzt ist also, es ist ja sogar so, dass die Gruppen, die am Schluss spielen, den letzten Spieltag, die wissen ja dann sogar schon, wie viele Punkte sie mitmachen, um als Gruppendritte weiterkommen. Also das finde ich völlig Chaos. Ich habe die Gruppen, die einfach zwei weiterkommen, finde ich einfach sauberer, ich finde es fairer. Und es ist natürlich, bei jedem Spiel geht es um viel mehr. Kann auch heissen, dass die Spiele nicht ganz so wild werden. Und vielleicht die zwei besten Dritten dann noch irgendwie. Nein, nein, also eben das ist gar nicht möglich. Und dann müsstest du eben halt auf 32 ausstocken. Das ist zwar schwierig, weil du hast wirklich fast, also wir haben glaube 53 Verbände in Europa. Dann wären halt wirklich einfach 32 von 53 dabei. Und jetzt würde ich sagen, ist das schlimm oder nicht? Nein. Findest du das schlimm? Wir brauchen einfach keine Quali mehr dann. Wir machen einfach alle mit und die zwei Besten von jeder Gruppe kommen in den Achtelfinal. Ich verstand dieses Ding von wegen eben die besten Dritten eben, und dann kommen die weiter mit irgendwie keine Ahnung wie viele Punkte. Was ich ja wollte sagen ist, EM ist dann schön, wenn ich weiss, ich stand morgen auf, also heute, und ich kann heute keinen Fußball schauen. Also morgen, also heute. Es und ist heute, jetzt 7 ab 12. Eben. Und ich kann übermorgen auch keinen Fußball schauen. Und das schießt mich an. Ja. Also es heisst, ja, ich schaue jeden Match. Ich habe Freude an das Spiel. Ich habe Freude an heute. Auch an Albanien und Georgien. Eben, was hättest du denn gegen das Aufstocken? Dann hättest du noch mehr Spiel. Oder wäre es dann eben zu viel? Nein, eben, das ist jetzt für mich jetzt. Ich habe Freude an den Fans. Ich habe Freude, dass es. Wir kennen alle noch früher die Ausschreitung etc. Das gibt es irgendwie praktisch nicht, oder? Mhm. Ab und zu ein paar Scharmützel, aber ich meine wirklich noch Chaoten aufeinander, Hooligans, also von dem lese ich einmal nichts. Irgendwie. Das sind auch nicht unbedingt die, die irgendwie 480 Stutz für ein Ticket in Gelsenkirchen zahlen, oder? Muss man auch noch sagen. Es schaut ein bisschen andere Leute an, so einen Eindruck. Aber also gleich, die machen die Stimmung. Ja, ja, das auf jeden Fall. In die Fanmarsch, auch die Schweizer Fanmarsch. Ich bekomme Videos von Schweizer Kollegen, die in Deutschland irgendwie unter einer U-Bahn-Brücke stehen und irgendwie irgendwelche Parolen singen. Nein, also mein Fußballherz hat Freude und ich genieße die EM. Und ja. Und du gehst schon bald ein Spiel schauen. Du gehst nicht das Schweiz-Spiel schauen, sondern Deutschland-Spanien. Der, also wirklich, nein, das wird auch niemand sehen. Ja. Deutschland-Spanien. Ein Grotte. Ein Grotte-Kick von zwei. Blinde gegen die Lame. Ja. Schade, aber wir wünschen dir trotzdem in dem Spiel viel Spass. Auf keinen Fall würde ich Deutschland-Spanien schauen. Nein, wirklich. Immerhin siehst du den Jamal, wo man sagt, es sei der nächste Maschi. Ja, komm. Die Teenager gehen. Nein, da muss ich mit dieser Loge hängen und Champagner suchen. Nein, das ist ein Zeichen. Wir schauen mit dem Büssi, mit dem Stefan Büsser zusammen, den Schweiz-Match. Er hat auch viel Ahnung von Fußball, ja. Gut, das ist ein Diss an Büssi. Nein! Am Abschluss von dieser Sendung, Büssi, du hast mit ihm Fußball geguckt. Der Büssi war bei mir Ungarn-Schweiz. Da habe ich extra 4,5 Stunden in der Küche gestanden und ein ungarisches Gulasch gemacht. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist, das Fleisch war zäh. Also wenn ihr das seht, bitte sprechen auf das an. Das Fleisch war butterweich. Und die Ungarn haben wir auch auseinandergenommen. Wir werden ihn fragen. Er ist da am Samstag. Schweiz-England, der Viertelfinal, wo man die Engländer heimschickt. Football is coming home, schon ein bisschen früher, als sie sich das vorgestellt haben. Um wieder mal ein bisschen sich weit aus dem Fenster zu lehnen. Mit dem Stefan Büsser, Comedian, Late-Night-Host und nicht so einer, der ein richtig gutes Gulasch kann estimieren kann, gekocht von Baschi. Schön, bist du da gewesen. Wir werden es ein bisschen ausrichten. Wir sehen uns am Samstag wieder. Und ein gutes Spiel, Spanien-Deutschland. Ah, ich würde nicht wieder tauschen. Gute Nacht miteinander. Sowieso keine Ahnung, so.